Hallo Leute, hallo YouTube. Dieses Video hat jetzt überhaupt nichts mit Naturwissenschaft zu tun. Es geht um die Frage, was ist Glück? Ich beginne natürlich mit den klassischen Beispielen, mit dem Märchen von Hans im Glück. Oder Märchen ist es ja im Grunde nicht, es ist eigentlich eine Sage, eine Fabel oder ein Gleichnis. Es geht darum, dass der junge Hans einen Goldklumpen für seinen Dienst gekriegt hat. Ich will es jetzt nicht ganz doll ausführen, das könnt ihr selber nachlesen. Dann hat er den Goldklumpen getauscht gegen ein Pferd und das Pferd gegen eine Kuh. Dann war er wahrscheinlich nicht gerade geschickt beim Melken und dann immer weiter getauscht, bis am Ende er nur noch zwei Mühlsteine hatte. Und die Mühlsteine sind dann beim Trinken in den Brunnen gefallen und dann hat er am Ende gesagt, jetzt kann ich frank und frei nach Hause gehen. Das heißt, er hat am Ende gar nichts gehabt, aber war trotzdem glücklich. Warum ist das so? Aus zwei Gründen. Der Goldklumpen war zu schwer. Er hat immer an allen was auszusetzen gehabt, aber dann, als er nichts mehr hatte, wo er nichts mehr aussetzen konnte, dann war er glücklich. Das war sein Empfinden von Glück. Er hat keine Laster mehr gehabt. Und die andere Variante von Glück, die passive Variante von Glück wäre, jetzt gibt es auch niemanden, der ihn beneidet, denn der Nachbar könnte sagen, hey, warum hat Hans einen Goldklumpen und ich nicht? Oder warum hat Hans ein Pferd und ich nicht? Oder warum hat er eine Kuh und ich nicht? Und so. Das wäre das passive Glück. Niemand kann ihn beneiden. Seine materiellen Dinge. Und genau dieses Stichwort, materielle Dinge, ist sehr wichtig für Glück. Denn Glück ist eigentlich nicht, oder warum eigentlich nicht? Es ist nicht an Materie gebunden. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Der eine fliegt in Urlaub, weil er sich es leisten kann. Und der andere fliegt in Urlaub, weil er die Reise gewonnen hat. Zwei Leute machen dieselbe Reise. Der eine hat Geld bezahlt und der andere hat sie gewonnen. Wer hat denn mehr Glück gehabt? Man würde in erster Linie sagen, Moment, man würde in erster Linie sagen, derjenige, der die Reise gewonnen hat, mehr Glück. Aber wenn beide nach Hause kommen, sind beide gleich glücklich. Dann spielt es keine Rolle mehr, ob die Reise gewonnen wurde oder nicht, oder ob er die bezahlt hat oder nicht. Denn das tolle Erlebnis der Reise zählt dann am Ende. Dass er was Tolles erlebt hat oder irgendwas da gemacht hat, was er schon immer mal machen wollte. Das zählt am Ende. Nicht, dass die Reise was gekostet hat, das zählt am Ende nicht, sondern er war glücklich darüber, die Reise überhaupt machen zu können. Denn was ist denn mit dem, der die Reise gar nicht machen kann? Oder was, wenn er die Reise machen kann, aber nicht will? Also, wie man so schön sagt, egal wie viel Geld man hat, man muss nicht glücklich sein, denn Geld macht nicht glücklich. Also ist Glück nicht an Quantitäten gebunden. Es kann ruhig an Quantitäten gebunden sein. Es kann, aber es ist kein Muss. Ja? Glück hat nichts mit quantitativen Erwägungen zu tun. Glück ist auch rein subjektiv. Man selbst empfindet Glück und der andere sagt dann, ist der doof oder was? Also jetzt in Anführungsstrichen. Dann gibt es noch das Beispiel Glück im Unglück. Stellen wir vor, wir haben einen Unfall mit dem Auto. Das Auto ist total Schrott. Total. Aber wir selbst und die Insassen sind unverletzt, unversehrt, nichts. Die steigen aus dem Auto aus und sagen, cool, alles, wir leben noch, wir sind unverletzt. Das ist Glück im Unglück. Oder man könnte auch sagen, Unglück ist die Abwesenheit von Glück. Das wäre auch noch. Also meine Definition von Glück ist, erstens, Glück ist nicht an Materie gebunden. Glück ist für jeden subjektiv was anderes. Jeder findet Glück selbst. Und nach meiner Meinung kann man Glück nicht messen. Glück ist nicht messbar, also nicht quantisierbar, keine Quantität. Nur Subjektivität und nichts Messbares. Und das soll es zu diesem Thema Glück erstmal gewesen sein. Vielleicht kommt noch ein Video dazu, vielleicht auch nicht. Vielleicht geht ihr auch in die Videos, vielleicht auch nicht. Trotz alledem wünsche ich euch einen schönen Tag noch.